Jo, hallo liebe Freunde, willkommen zurück bei Let's Play Assassin's Creed Syndicate mit mir im Partizian LP. Dann gucken wir mal, wohin wir denn reisen. Wir sind ziemlich tief in feindlichem Gebiet. Das ist unser Zugversteck, das interessiert uns herzlich wenig. Was ist denn das da? Das könnte man ja machen. Aber vorher noch schauen, ob wir denn von den Fähigkeiten was aufleveln können. Nein, wir haben nur einen Punkt. Also ist das alles relativ egal. 500 Meter geht sogar mal. Also nicht so weit weg. Oh, sorry, hab grad woanders hingeschaut. Aber hier könnten wir schnell hoch, oder? Schnell mal den Aussichtspunkt synchronisieren. Ah, es sind keine Gegner. Ach, da ist eine Kiste. Na, schau mal einer an. Da kommt ja sonst keiner hoch außer ich. Und da sind wir. Da sind wir in einem reinen Arbeiterviertel gerade. Komm ich hier irgendwie rüber? Bams, natürlich. Hallöchen, Leute. Und ich habe von euch ja nichts Negatives gehört, was 21 zu 9 angeht. Die Schläger verjagen wir nochmal. Ja, bitte, gerne. Gerne, gerne. Warum auch? Warum auch immer die anderen nicht angreifbar waren. Wie brav sie stehen bleiben, wenn ich vor die Kutsche laufe. Das sind ein paar viele. Lass die nicht entkommen! Hier ist jemand! Kann ich die sabotieren? Jetzt wurde Verstärkung gerufen. Ich reiß dir die Eingeweide. Spaltet ihm den Schädel. Alter, hörst du damit jetzt auf? Du entkommst nicht, Bosch. Das wird auch nicht richtig markiert.
Jetzt. Jetzt wieder nicht. So, und meine Aufgabe ist sowieso irgendwo anders, aber da ist eine Kiste. Die schnappe ich mir mal. Das war kein geplanter Angriff auf das Viertel. Und irgendwann könnten wir mal zum Zug wieder. Das machen wir nach der nächsten Quest. Ah, Templerjagd. Okay. Nicht schlecht. Wusste gar nicht, dass das jetzt dazu zählt. Okay, wir haben ein Stück freigeschalten hier in dem Viertel. Aber wir wollen ja dahin. Mr. Owen, Sie sind wahrhaftig der unausstehlichste Pfleger, den ich je das Unglück hatte, zu meinen Bekanntschaften zählen zu müssen. Mr. Dickens hatte recht. Selbst das schlechteste Wetter kann Ihnen nichts anhaben. Schlechtes... So, streitet euch in der Zwischensequenz weiter. Ich sagte es bereits, Sir, ich hatte nichts mit dem anonymen Artikel zu tun. Nichts, sage ich. Das ist gelogen, Sir. Das wissen Sie. Ich habe keine Zeit für diesen Nonsens. Nonsens! Es sind mein Name und meine Reputation, die Sie mutwillig beschmutzen, Sir. Mein eigener Name. Ha! Ha! Verflucht! Los! Hier! Das ist Richard Owen. Ein gemeiner, niederträchtiger, erbärmlicher Schuft. Wirklich? Ich hätte geschworen, Sie sind gute Freunde. Mr. Owen arbeitet in der Anstalt. Er weiß, wer den Sirup herstellt. Ihm nach! Schnappen Sie! Okay, dann brauche ich jetzt aber schnell dieses Pferd. Ach, ich muss die Kutsche entführen. Ach ja, Rahmen geht ja mit. Ich habe nur ein paar Fragen an Sie, Sir. Was immer auch dahin will, er wird es nicht kriegen. Na komm, erzähl, was du weißt. Da muss ich hier mal weg. Ah, warum habe ich die jetzt noch erwischt? Haut ab! Haut ab. Ja.
von Dr. John Elliotson. Er hat die Formel erarbeitet. Er ist der Mann, den Sie suchen, nicht ich. Ich flehe Sie an, bitte, Sir. Hören Sie auf damit. Und? War das so schwer? Tja, jetzt habe ich da einen oben stehen bei mir. Aber das haben wir immerhin geschafft. So, ich habe neue Fähigkeiten freigeschalten. Die schauen wir uns kurz an. Und dann geht's zurück in den Zug. Vielleicht können wir was freikaufen. Das hört sich gar nicht so schlecht an, muss ich zugeben. Und das auch nicht. Wobei ich das da... Ich will ihn hochpushen mit der Verteidigung. Und wir haben Level 4 erreicht. So, wo ist unser geheimes Zugversteck gerade unterwegs? Da ist es. Da will ich mal schnell hinreisen. Das dauert auch ewig. Ich hab dich schon besucht? Nee, das will ich nicht, aber... Irgendwo muss es doch... Das ist nur ein normales Geschäft. Auf, ah, da. Nee, das ist auch nicht entwickeln. Das ist nur kaufen. Ich glaube, da habe ich eigentlich schon ein ziemlich gutes Messer. Aber bei ihm kann ich noch schnell shoppen gehen. Oder bei dir kann ich shoppen gehen, alles auffüllen. Und dann machen wir halt die Aufgabe von der Dame. Jetzt haben wir mit der Hauptquest weitergemacht. Ah, das habe ich jetzt aus der Szene angefangen. Oder was habe ich jetzt gemacht? Oh, tatsächlich, das ist eine Aufgabe mit Evie. Jetzt haben wir eh so lange mit Jacob gespielt. Mit dem Händler reden. Der ist aber ziemlich weit weg. Da unten herumzulaufen, das dauert mir einfach zu langsam, zu lange. Gibt es hier nirgends. Und den Zug kann ich nicht klauen. Ich habe ja schon einen Zug, den man nicht steuern kann. Wäre cool, wenn man den steuern könnte. Selber ein bisschen fahren. Wie bei GTA San Andreas damals den Zug.
Gleich sind wir da mit dem Händler reden. Was machen wir überhaupt für eine Aufgabe? Schon eine Zugaufgabe, natürlich. Machen wir ein anderes Mal. Im nächsten Part werden wir ein paar Gebiete einfach erobern. Machen wir nochmal die Quest und dann im nächsten Part weiter London erobern. Ah, da oben wäre ein Aussichtspunkt, den könnten wir uns auch noch schnappen. Soll das ein Insekt darstellen? Natürlich, oder? Ist ja geil. Gibt's das in Wirklichkeit auch? Ah, jetzt komme ich hier hoch. Ah, stellen wir uns schon eleganter hin. Eine Heuschrecke. So, wo müssen wir hin? Ach, da runter einfach. Da ist unser Händler. Nur weil du da drüben bist, heißt das nicht, dass ich dich nicht erwischen kann. So, dürfen wir jetzt reden. Ich bräuchte ein 7 Zoll Schwungrad, bitte. Einen Moment. Verdammt. Ich bekomme hier auch gar nichts erledigt. Miss Evie, ich habe was Schlimmes gemacht. Der Zug hält nicht mehr an. Behalt das Schwungrad. Wo ist denn der Zug? Ach, da hinten irgendwo. Gott, oh Gott, oh Gott. Gott, oh Gott, dieser Zeitdruck auch noch dazu. Ich muss hier hoch. Und jetzt soll ich mit ihm reden. Löschen. Ich muss mich beeilen. Noch ein Feuer. Oh, das ist ja eine Frechheit. Und ich verbrenne mich hier auch noch. Was muss ich hier reparieren?
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die drehen ja komplett am Rad mit der Aufgabe. Steig auf, Eevee. Oh Gott. Das ist eine Frechheit wieder. Ich kann das nicht löschen. Schaut euch das an. Jetzt geht es. Wenn es so weit am Rand ist. Ja, lösch es halt. Gleich ist der Zug im Arsch. Das geht sich doch nicht aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was war das? Ich geh schnell nach dem Lokführer. Boah, das war gerade knapp. Ich bin verletzt. Zieh die Bremse an, schnell. Ich push doch schon. Boah, Feuerschaden vermeiden. Wie soll ich denn sowas vermeiden? Wie knapp war denn das Ding gerade? So, das wäre geschafft und wir sehen uns einfach beim nächsten Part wieder, hoffentlich ohne Zugbrand. Euer Partian LP. Tschüss, Leute.